Was wir jetzt gerade machen, ist natürlich fotografieren für die Ausstellung auswählen, weil von den 2500 Bildern, die sie uns hinterlassen hat, können wir natürlich nicht alle zeigen. Wir werden wahrscheinlich um die 200 bis 300 Bilder maximal in der Ausstellung zeigen können. Und deswegen geht es jetzt darum, aus den vielen Fotografien, die in diesen Boxen verstaut und verwahrt sind, die Highlights auszusuchen. Und wenn wir dann eine dieser Kisten öffnen und eben die Auswahl entnehmen, dann finden wir, dass dort die Fotografien eben schön aufeinander liegen und immer mit einem Trennblatt dazwischen eingelegt sind, damit sie eben die Jahre überdauern und gut verwahrt darin liegen können. Und diejenigen Fotografien, die wir auswählen, können wir natürlich nicht einfach so an die Wand hängen, sondern die müssen in einen Rahmen, und bevor sie in einen Rahmen kommen, werden sie noch passepartouriert, also in einen Karton eingelegt, wie wir es jetzt hier sehen, mit dem Porträt von Annette Kolb, die hier im Cuvier-Theater damals vor einer Lesung fotografiert wurde. Genauso im Passepartout finden wir hier auch schon ein Bild von Erich Kästner, und das ist sogar schon in der Online-Sammlung zu finden. Also das findet ihr sogar schon online, könnt es dort angucken. Und bevor sie dann an die Wand kommen, brauchen sie noch einen Rahmen. Und da gibt es dann hier im Haus natürlich viele passende, wo dann die Passepartouts eingelegt werden können, damit die Bilder dann geschützt an die Wand kommen.